So, hallihallo, liebe Freunde. Heute gibt's mal wieder etwas ganz anderes. Ich weiß, ich spiele nicht so. Doch, ich spiele eigentlich relativ oft schwere Panzer. Aber ich spiele sie eigentlich nicht so gerne. Ich finde sie relativ langweilig, weil sie nicht solche Spezialisten sind für ganz bestimmte Fälle. Zumindest die meisten nicht. Allerdings, hier haben wir diesmal einen. Und zwar den T-32. Den Stufe 8 Heavy Tank der Amis. An sich nicht so das geilste Fahrzeug, weil sind wir gleich zum T29. Es hat die gleiche Kanone wie der T29, also was der Stufe 7 Heavy Tank ist. Hat ein bisschen anderen Turm, der nicht mehr so einen großen Abprallfläche hat sozusagen. Und ist deswegen insgesamt vielleicht nicht ganz so gut, weil der Durchschlag ist halt ziemlich schlecht mit unter 200 mm. Wenn ich mir den 110er angucke, der hat schon keinen Top-Durchschlag, der ist bei 215. Oder den IS-3, den viele fahren, der ist, glaube ich, bei 220 oder 225, wenn ich mich nicht irre. Auf der besten Kanone. Ist also nicht ganz so toll. Deswegen hier als Top-Tier ist es schon relativ spaßig. Es wird eine relativ lange Runde. Allerdings muss ich mal sagen, auf jetzt hier dieses, in Englisch ist es Fury Stallion. Ich überlege gerade, wie es im Deutschen ist, mir fällt der Name nicht ein. Müsste jetzt nachgucken. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ziemlich gut auf dieser Karte, wenn man hier nicht so in die Mitte fahre, weil ich habe meine Kanone kann ich ziemlich weit nach unten drehen. Gleichzeitig habe ich einen Turm, der von vorne sehr, sehr hart ist. Also da kommt nicht so einfach durch. Deswegen habe ich mich so gedacht, dann packst dich mal hier so an die Stelle und guckst da oben drüber. Ich habe jetzt versucht, sozusagen hier drüber zu schießen, wenn ich irgendwas gesehen hätte. Problem dabei ist, die zwei leichten Panzer, der AMX 1375 und der ELC AMX. Die decken mich ziemlich lange auf und verhindern sozusagen, dass ich weiter vorfahre. Trau ich mich vor allen Dingen nicht, weil wie gesagt, die fahren hier die ganze Zeit hin und her. Gleichzeitig vermute ich hier noch, da kommt schon der erste Abpraller, vermute ich hier noch, dass irgendwas vom Berg kommt. Also ihr seht schon, da hinten kommt es her und vom Cap. Das heißt, irgendjemand campt an ihrem Cap, was mich nicht wirklich stört. Ja. Der andere Schuss kam ein bisschen weiter von links. Das stört mich auch nicht so sehr. Und der hat irgendwie nicht so richtig realisiert, dass er erstens bei mir nicht durchkommt und zweitens ich ihm da oben reinschießen kann. Das sieht mir stark nach einem Bot aus, der einfach nur vorfährt und stirbt. Muss ich ehrlich mal so sagen. So, weg ist er. Da kam noch ein IS-Schuss von hinten vom Bahndamm. Und wie gesagt, da kommt oben was, das habe ich schon vermutet. Deswegen habe ich mich auch hier ein bisschen positioniert, damit ich da hochschießen kann. Wobei ich bei dem schon mal erstmal abpralle, weil ich oben diese gewinkelte Panzerung aus einem doofen Winkel treffe und deswegen nicht mehr durchkomme. Zumal es auch eine relativ große Entfernung ist. Aber dafür hat inzwischen unser AMX 1375 den Damm aufgeklärt. Oh, ich hätte mir eigentlich mehr doch vorher denken können, einfach mal reinhalten, passt schon. Also, so wie die da stehen, kann ich mir wirklich schön nachladen und einfach nochmal reinhalten, solange die dort halt stehen bleiben auf der Seite. Blöde ist, dass der weich ist, schon gestorben ist und der hart ist, hat sich erstmal so weggedreht gehabt, nämlich wo ich schieße. Da ist der VK36, der vorhin schon auf mich geschossen hat. Ich weiß noch ungefähr, dass er stehen bleibt. Der scheint ja nicht wirklich schlau zu sein und wahrscheinlich auch irgendwie eine Art von Bot. Da gebe ich ihm halt noch eine. So, und da hat irgendwie mein Rauszoom falsch aufgefasst. Da haben wir noch einen AHL, der ziemlich stock ist, durch die Gegend fährt. Dann geben wir auch noch eine mit. Das war ein ziemlich Low Roll, also ein ziemlich wenig Schaden. 260 ist so ziemlich das Niedrigste, was ich machen kann mit dem Fahrzeug. 260 bis 350 ungefähr oder bis 320 ist ungefähr meine Größenordnung, die ich rollen kann. Und sonst halt diese leichten Panzer, die nerven mich halt hart und die kann ich auch nicht wirklich treffen. Inzwischen ist aber der da weiter hoch. Der hat mir zumindest einen Critical Hit mal gegeben und der Panther M10 hat mir einen gegeben. Und dort habe ich ihn da oben getroffen mit 300 Schaden. Das war ein ziemlich guter Schuss, das Ding irgendwie gerade so über diesen kleinen Hügel vor ihm. Und diese leichten Panzer, die sind so schrecklich. Und der wäre jetzt ein Kill, wenn ich den nochmal treffe. Wenn ich durchkomme. Ohne dass mein Richtschütze stirbt und mich ja fällt, habe ich jetzt wiederbelebt. Weil Richtschütze brauche ich auf jeden Fall, wenn ich das snipen will. Da habe ich irgendwie dem Löwen die Kette gezogen, obwohl ich ihm eigentlich nur auf den Turm treffen konnte. Weiß nicht, wie das geht. Und der ist so, die sind so mega nervig. Die gucken immer bloß wieder kurz vor und hauen ab, kurz vor und hauen ab, kurz vor und hauen ab. Also, sozusagen Props an die leichten Panzer, weil das ist richtig ekelhaft, was ihr da macht. Gleichzeitig
Also so macht man sozusagen eigentlich das Scouten gerade auf dieser Karte hier. Das ist ein perfektes Beispiel. Und bloß so kurz hochfahren, dass man nicht getroffen werden kann, aber schon die Gegner aufdeckt. Hier habe ich mal sozusagen die darauf hingewiesen, dass das dort auf F4 und F6, ich gucke halt mal, also dass die Mitte mal sterben muss. Halt, dass diese kleinen Viecher da ultra nervig sind. Da ist einer, den hätte ich theoretisch treffen können. Habe ich mich aber nicht, das war ich zu langsam. So, auf den komme ich nicht, auf den IS komme ich, wenn ich ein Stück weiter vorfahre. Problem dabei ist, rechts stehen jede Menge Gegner. Ich versuche mich hier gerade schon ein bisschen von dem zu verstecken, aber ich glaube, das reicht nicht ganz, wenn ich mich richtig erinnere. Dafür kriege ich ihm zumindest einer mitgeben. Ja, und da hat der Tiger mir im Munitionslager getroffen. Das habe ich mir schon überlegt, das reparierst du gleich. Problem dabei ist, ich wollte es reparieren. Hab mir dann gedacht, ja komm, den kannst du gleich noch einer mitgeben, vielleicht. Und da ist mir die Kette gezogen. Ich hätte bloß 6 Sekunden gebraucht zum Reparieren. Ich habe es hier bei einer Sekunde noch repariert, ich Trottel. Ich hätte einfach eine Sekunde länger warten können, hätte ich mein Munitionslager reparieren können, da wäre die Runde noch besser gewesen. Habe ich leider nicht gemacht, deswegen spiele ich die Runde zu Ende mit einem zerstörten Munitionslager. Was nun wirklich nicht so toll ist. Vor allem gerade, wenn ihr nochmal so seht, in welche Position ich jetzt noch komme. Wäre das ein repariertes Munitionslager schon sehr, sehr sinnvoll gewesen. Und dort gebe ich dem M10 noch eine mit. Und der VK36 steht immer noch am Cap und bottet was durch die Gegner. Schießt wahrscheinlich einfach auf Gegner, die in seine Nähe kommen, vermute ich mal stark. Weil es ziemlich sinnlos ist. Problem ist halt, dass ich jetzt 20 Sekunden brauche, um nachzuladen. Deswegen bin ich hier gerade immer so weit zurückfallen. Und hier habe ich ihn leider nicht getroffen. Da habe ich gezielt, aber ich habe ihn nicht getroffen. Das ist so ärgerlich. Ja, VK, schön. Gib mir halt noch mehr potenziellen Schaden. So, da ist der IS, der ist ziemlich weit hochgefahren. Blöderweise habe ich halt nicht nachgeladen. Und hier packt die Kamera wieder ein bisschen im Replay aus. So, jetzt kann ich ihn hier einen reindrücken. Wenn er halt wieder nicht trifft, er ist auch hier in einer deutlich nachteiligen Position. Also so weit wie ich hochfahren muss, da trifft er gerade noch so ein bisschen meinen Turm. Oder vielleicht meine obere Platte, die aber ja angeschrägt ist. Also da trifft er mich noch nicht so, dass er Schaden machen kann. Währenddessen fährt halt der ELC schon durch. Das ist ein bisschen doof. Obwohl wir keine Art hier haben oder hatten niemals. Aber er deckt halt für den Tiger jetzt da auf und den Tiger 1 und vom Lieblen. Hier fällt einfach mal runter, weil ich jetzt wissen will, wo die sind. Während da vorne unsere Leute vorrücken, dann muss ich hier ein bisschen die Flanke sichern. Und da ist nämlich der AMX. Jetzt mal einer reingeben. Aber er dreht sich auch nicht um oder fährt weg oder ähnliches. Ja, der ist da Killgeil, der will die haben jetzt. Und da ist der IS daneben. Der realisiert gar nicht so richtig, dass ich neben ihm stehe, habe ich so das Gefühl. Also wirklich neben ihm stehe. Also der bleibt auch noch schön stehen. Problem dabei ist, ich bin natürlich die ganze Zeit offen. Und jetzt ist auch mal der Rheinmetall, was ein ziemlich lucky ist, dass der nicht durchkommt, sondern nur meine Kette irgendwie beschädigt. Und auch der Tiger 2 halt von der gegenüberliegenden Seite eingezielt. Ist alles nicht so geil, muss ich mal so sagen. Nicht so perfekt, wie ich das gerne hätte. Dann kommt hier noch der ELC. Dem ich noch eine mitgebe. Jetzt bin ich halt wieder offen in dem Moment. Ich habe noch 64 Leben, also wenn da nämlich zwei. Wenn mich schon der Rheinmetall bloß trifft, bin ich wahrscheinlich schon tot. Der macht normalerweise auch mit der kleinen Kanone um die 400 Schaden. Ah, da habe ich noch einen vom Tiger 2 abgekriegt, 300 Schaden. Deswegen, ich versuche gerade so ein bisschen hin und her zu fahren, dass mich einfach nicht mehr so viel trifft. Was natürlich nicht so richtig funktioniert. Steht zwar 11.9 und ich habe 2.800 Schaden, aber richtig perfekt ist das alles nicht. Und dem AHL kann ich nicht mehr helfen. Bin schon ausgegangen, der STR-1 schafft das. Oder zumindest der Tiger, ja, der hat es dann geschafft. Aber der Rheinmetall hat anscheinend die große Kanone drauf, wenn er über 700 Schaden mit einem Schuss macht. Oder es war zufällig gerade, dass beide Schüsse zusammengekommen sind. Hier habe ich immer geguckt, wo der ungefähr sein könnte. Habe einen Blindschuss in die Richtung abgegeben. Ist zwar nicht mehr ganz so cool, wie gesagt, wenn man ein zerstörtes Munitionslager hat, aber naja. Ich hatte gerade in dem Moment nicht viel zu tun. Wobei, jetzt habe ich mir gedacht, hätte ich doch mal die Kanone behalten, also den Kugel im Lauf. Jetzt muss ich mich laden, 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 laden. Jetzt schieße ich.
Das ist nur der Tiger 2, der mich die ganze Zeit geärgert hat. Deswegen freue ich mich darüber, dass ich ihm das zurückgeben kann. Die ISO macht ihn sogar noch weg. Und dann macht der Rheinmetall die ISO weg. Mir ist eigentlich nicht ganz klar, warum der Tiger 2 irgendwen reporten will. Hier frage ich noch wen. Aber ich glaube, er antwortet mir nicht mehr, warum und wen. Der Rheinmetall macht halt einen guten Job. Der sitzt da, wo er ist und snipet sich einen Wolf, ne? Also, der macht dort unten die Schaden. Ist ja nicht so, dass er dann schlechte Position gehabt hätte oder sowas. So, unser Churchill fährt einfach mal gerade rüber, warum auch immer. Kann man immer machen. Wenn da ein Panzerjäger sitzt, der schon 4 Kills hat, dann kann man immer einfach rüberfahren. Unser Tiger 1 ist gestorben, jetzt haben wir noch einen M6, der, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ziemlich nackig war. Also eine ziemlich ekelhafte Low-Level-Kanone und ein Churchill 7, der halt auch Stufe 6 ist. Mit mir als Stufe 8er gegen einen Stufe 8er und eine Stufe 7er. Und da ich hier den Auftrag hatte zu cappen, ich weiß gar nicht, was jetzt in dem Replay steht. Ja, steht sogar in dem Replay unten. Relentless Raid. Hatte ich hier als Auftrag, den wollte ich halt mal fertig machen, deswegen cappe ich hier halt. Ist mir egal. Ich habe mich halt schön hier das Ding gestellt, so, damit mich möglichst nichts mehr verwunden kann. Und wenn was auftaucht, dann kann ich vielleicht ein bisschen rausfahren und dem Schaden geben, das kriege ich schon noch hin. Aber da die alle da drüben sind, bin ich so relativ safe, was das angeht. Muss halt jetzt eine Minute rumstehen, leider. Ist nicht ganz so spannend. Die Gegner haben auch nicht mehr so wahnsinnig viel Leben. Also 620 hat er laut meinen Informationen, ja, hat er nicht mehr gehabt. Hat nur 87, die gebe ich halt noch eine mit und dann ist gut. So, jetzt was soll jetzt der Rheinmetall machen, wenn der vorkommt, ist eh sinnlos. Also, ich bin wahrscheinlich aufgedeckt, aber der kann mich hier nicht sinnvoll treffen. Da prallt alles ab. Und ihr seht schon, insgesamt in dem Gefecht, Position war ziemlich geil, hab ziemlich viel Ärger gemacht. 3400 Schaden habe ich glaube insgesamt gemacht, seitdem muss ich auch einen Blindschuss irgendwo getroffen habe. Noobcap vor allen Dingen. Naja, logisch. Mit unserem Leben, Noobcap. Ja. Noobcap antworten meine. Ich habe bloß geschrieben, es ist ein Win, also es ist mir egal, was du da schreibst. Von daher ist es halt auch wirklich, also wenn ich gewinne, gewinne ich halt, der Rest ist mir Wurst. So, war ein oberer Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 und 3400 Schaden, glaube ich, ungefähr verursacht und 3200 knapp abgeprallt noch. Das ist schon ein ziemlich gutes Ergebnis, muss ich sagen. Also mir gefiel das in dem Match, ich hoffe euch auch. Danke fürs Zuschauen und bis bald.